Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar kennt ihr alle Mortuary Assistant. Das haben wir letztes Mal als Demo gespielt. Das kam jetzt offiziell raus. Das werden wir jetzt heute spielen. Und es gab sehr viele aus der Community, die es mir geschickt haben und gesagt haben, hey, guck mal, was da jetzt rausgekommen ist. Ich so, hey, freut mich voll. Jedenfalls, das spielen wir jetzt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Empfehlt mir weitere Games und Spiele wie Stray und Madison werden wir alle nach der Gamescom spielen. Das wird dann Anfang, Mitte September sein. Da spielen wir auch wieder längere Story-Games. Jetzt gerade ist von der Zeit her sehr knapp. Deswegen, die sich auf maximal 2 Stunden gerade noch momentan beschränken. Aber das werden auch wieder längere Videos, sodass ihr euch nicht wundert. Auf der Gamescom könnt ihr mich übrigens treffen. Ich bin alle Tage da. Ihr könnt mich vom 24. bis 28. bin ich da und ihr könnt mich am Samstag und Sonntag treffen in Halle 7 bei der TikTok-Bühne. Samstag um 15.30 Uhr bis 17 Uhr und am Sonntag von 13 bis 15 Uhr. Kommt bitte rechtzeitig, weil ich weiß nicht, ob sie die Schlange irgendwann absperren oder ob sie mich nach 2 Stunden einfach wegbringen. Das kann ich leider nicht beeinflussen. Deswegen nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ich versuche, alle happy zu machen. Ich kann es aber nicht versprechen, weil ich nicht weiß, was dieses Jahr abgeht. Deswegen kommt rechtzeitig und dann wissen wir Bescheid. Jetzt gehen wir rein. Neue Shift. Ich habe Bock und let's go. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, aber ist ja egal. Und meine Community sagt euch übrigens ganz, ganz süß Hallo gerade. Deswegen kommt vorbei auf www.twitch.tv/nun-live. I'm so glad it's almost over. Congratulations, sweetie. Thank you. I'll never understand why you chose such a macabre field. There's nothing disturbing about it. It's just that I'm proud of you. I really am. You've come so far. Also meine Mutter sagt quasi, sie kann sich gar nicht vorstellen, dass ich so ein verrücktes Medizinfach gewählt habe. Gerichtsmedizin. What's next? Will you get a job where you are, or? They actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Also sie kriegt bei ihrem alten Chef einen Job. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No. No, I'm not moving. He's actually located around here. Und er lebt hier in Riverfield, das heißt, sie kann dort direkt arbeiten. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma. Even I've heard things about that place. Just be worried people about you. Make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. Natürlich ein verfluchter Ort. We don't understand and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right, right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. So, here. Ach, das beschützt mich bestimmt, ne? I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. Thanks. All right, enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Okay, also, ich habe einen neuen Job. Ich bin Gerichtsmedizinerin. Meine Mutter findet es nicht toll. Ich fange jetzt in diesem Riverfield an. Meine Mutter meinte, keine gute Idee. Das ist alles verflucht dort und du hörst doch die Geschichten und kennst die doch. Sie meinte so, ach Quatsch, wer glaubt denn daran? Sie hat mir das Amulett gegeben. Das trage ich jetzt. Wahrscheinlich wird mir das helfen, in Riverfields Gerichtsmedizin zu überleben. Gibt es eigentlich auch deutsche Untertitel oder nicht? Weil sonst würde ich es immer danach übersetzen. Alright. Ach, meine Oma war das. Sorry, meine Oma. Genau, sie findet es nicht toll, dass ich es mache, aber sie ist halt stolz, dass ich es geschafft habe. Aber Gerichtsmedizin, ich wollte früher auch Gerichtsmedizin studieren. Aber ich habe dann auch mit vielen Gerichtsmedizinern gesprochen und auch der Weg dahin ist halt auch übel lang und krass. Und die haben halt auch gemeint, so, überleg's dir gut, das ist schon ein krasses Fach, ne? So. So, wir gucken mal kurz. Options. Ich glaube, es gibt keine deutsche Übersetzung. Oder Use Item, Use Take, Pick. Nee. Dann würde ich euch das einfach. Subtitles gibt's. Aber die haben wir ja eh an. Die würde ich euch dann einfach übersetzen. Okay, dann gucken wir mal, was wir so finden. Ich mache schön laut für euch. Damit ihr euch auch erschreckt.
So, auf jeden Fall ist dieser Ort schon mal verflucht. Das heißt schon mal mega cool, dass wir arbeiten. Auch mal gleich das Büro meines Chefs hier mal durchsuchen. Das sieht aus wie meine Großmutter, muss ich ehrlich sagen. Schöner Lidschatten. So, was sagt mein Chef? Oh, Rebecca. Das Letzte, was ich vergessen habe, dir zu geben. Bitte nimm einen Stift vom Tisch und unterschreibe. Dankeschön, sorry, viel Glück. Warum soll ich beim Unterschreiben Glück haben? Was soll ich denn unterschreiben? Nehmen wir mal den Pencil. I got the pencil. And I have to sign this pencil. I can't use that here. Achso, aber hier kannst du das usen. Was muss ich denn unterschreiben eigentlich? I can't use that here. I can't use that here. Hä, aber ich soll das doch am Tisch unterschreiben. Du mich verkackeiern. I can't use that here. Aber sie hat doch gesagt, am Tisch. And sign thanks. Oder muss ich mich hier irgendwo einschreiben? Ach, hier, oder? Wahrscheinlich. Ah, hier. I'm missing something. Oder hier? I'm missing something. Oder kann ich die einfach nehmen? Ich hab doch jetzt den Stift, oder? Oder muss ich den Zettel unterschreiben? Ach so, okay. Ah, warum denn eigentlich leicht machen, wenn man es auch kompliziert machen kann? Aber ich kann mich immerhin anschauen, Leute. Das gefällt mir. So. Okay, da wird 100 Pro auch mal die Batterie dann rausfallen. I can use it here. I can. Ach ja, schön. Mein schöner Hausflippergarten und mein schönes Hausflipperhaus. Oh Gott. Das ist so grausig, wenn da ein... Also ich bin jetzt froh, dass ich es nicht gemacht habe. Respekt an alle, die es machen. Oh, great. Mein Gott. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Das ist so. Moving the keys. Use the gurney by standing behind it and pressing the gurney interact key. Then walk backwards with the gurney down to the hall. So, ich hoffe, es spricht mir richtig aus. So, okay, ich muss jetzt quasi... Das finde ich so gruselig, einfach nur. Oh Gott! Bitte mach die Augen nicht auf. Ey, ich hätte da... To bring a body in or out of cold storage, open the bay. Okay. Ich finde es irgendwie gerade abartig. So, öffnen. Oh Gott. Okay, mein Freund, es wird jetzt auch gar nicht wehtun. Muss ich das jetzt runterdrücken? Ich muss ihn da jetzt runterschieben, ne? Von der anderen Seite wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Okay, er ist ready, Mann. So. Okay, kann ich das jetzt irgendwie hier runterschieben? Okay. Easy. Es hat ihn nur automatisch reingeschoben. Tschüss, Mr. Speckmaus. Sie, Specky. Kommt jetzt gleich die andere Leiche rausgeflippt? Ich hoffe nicht. So, tschüss. Gute Nacht. Der Schlummeralarm ist aus. Okay, ich öffne jetzt das hier und jetzt holen wir die Lady raus. Oh, hat die schönes, graues Haar, diese dumme Sau. So. Okay, Mrs. Dorothy Page. Ich hole sie jetzt vorsichtig raus. Oh, ist ein bisschen harsch, ne? Was hatten die eigentlich für einen Modelkörper, ey? Kann ich gleich da reingehen. Dankeschön für meine Body Dysmorphia. Nein, Spaß. So, okay. Einmal Modelkörper. So, die hat bestimmt... Das war schon eine Kandidatin von Germany's Next Topmodel, die über irgendeinen gefährlichen Laufsteg laufen musste und es nicht überlebt hat, Mann. Und sie hat sogar noch Eyeshadow dran. Und die haben alle die gleiche Unterwäsche an. Okay. Mrs. Page, bitte lassen Sie Ihre... Die hat Ihre Augen offen, ey. Das ist so gruselig. Kannst du bitte deine Augen zumachen? Also ich würde sagen, die Figur ist auf jeden Fall krass. Okay. I'm just finishing up something here, so why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks. I'll get out of your way when you're done and let you hop in. Okay. Here. Die sind so abgemagert. Ja, aber die ist tot, also... So, okay, also ich habe gerade nicht zugehört. Kannst du es nochmal wiederholen? Mann, das ist wie in der Schule. Okay, so ein Clipboard.
Used for forms and keeping track of monetary tasks. Ja, okay, okay, okay. Wo ist mein Clipboard? Clipboard, ich möchte es gerne anschauen. Okay, wir haben einmal den Kopf, wir haben die Schultern, die Arme und die Füßchen. Okay. Kann ich das wieder wegpacken? So. Heißt, ich muss jetzt so tun, als würde ich mich auskennen, weil mein Chef gerade da ist. Diesen Gedanken hatte ich früher sehr, sehr oft. So, die liebe Dame. So, inspecting a body. Jetzt muss ich erst mir ihren schönen Körper anschauen. Sie hat hier auf jeden Fall irgendeine komische... Oh Gott. Sie hat hier komische... Wie, was ist denn das? Die hat Syphilis. Hier noch so einen komischen Flecki. Okay, dann gucken wir mal hier das Bauchi-Line an. Das Furzbauchi. Oder nochmal lieber die Amis. So, mal schön rotieren. Was hat sie denn da? Gar nichts. Sieht alles wunderbar aus. Schöne Nägelchen. These old windows never stay latched. Alles gut, Chef. Ich hab mich nur erschrocken vor gar nichts. So, hier hat sie wieder so eine kleine Rasierwunde. Das kenne ich. Hab ich auch gehabt im Urlaub ganz viel. Okay. Da hat sie auch so ein... Ja, das hatte ich... Ja, das ist, sie hatte zu viel High Heels an. Das ist 100 pro, kommt es vom Füße eincremen und von zu viel High Heels tragen. Das ist definitiv... Sieht schon sehr nach Jeremy's Next Topmodel hier aus, muss ich sagen. Rotate. Die Hände haben nichts. Das Opfer hat also viel mit den Füßen gearbeitet und wurde eingecremt vom Laufsteg. Was haben wir hier noch? Wir haben hier doch noch Flecken an den Armen. Ich sehe es doch genau. Hier Great. Haben wir auch was. Climb on in here and put everything into the record system. Okay, woher weißt Don't du von... Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that... We'll get started. Woher weißt du von hier aus, ob ich alles gefunden habe? Schuhgröße ist 50, würde ich auch sagen. Was haben wir noch so? Ich würde sie mal gerne rotaten. Da haben wir noch was, habe ich schon vorhin gesehen. Okay, hat sie noch was am Kopf? Ja, auf jeden Fall. Gehirnmasse ist stark zurückgegangen, weil sie zu lange im Haus der Topmodels gelebt hat. Das ist auf jeden Fall schon mal, ja. Also Gehirnmasse ist nur noch zu 10% übrig. Das ist ein eindeutiger Fall von Heidi. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier lang. Ich muss jetzt hier einloggen. Okay, also. To enter, also um die Kadaverinformation des Opfers hier einzugeben. Was war das? I didn't say anything. You all right? Yeah, I'm fine. Sorry. Mir wurde gerade gesagt, dass ich hier sterbe. Das hat bestimmt auch die Kandidatin auf dem Tisch gehört, als sie den Jeremy's Next Topmodel-Vertrag unterschrieben hat. Okay, click the record system icon to open the program. Match the sections on our clipboard to the computer. Also, sie hat hier ein Keratolysis Hermangioma Contusion Blemishes. Also, sind wir bei Harry Potter oder was? Okay, Schluss jetzt, Mann. Wir müssen mal ein bisschen respektvoll hier umgehen. So, Record System. Also, linke Schulter. Hat sie das? Rechte Schulter nicht, linkes Leg. Hat sie hier einen High-Heel-Abdruck? Rechtes Leg ist das. Warum trägst du es nicht ein? Der rechte Arm ist das. Und das war's. Der Name ist Dorothy Page. Sie ist 87. Oh, die sich gut gehalten, ey. Head passt. Submit. Ja, schön. Ist das beruhigend. Oh Gott, darf ich dich auch indizieren? Hätte ich Bock. Ich hätte auch Bock, ihn zu indizieren. So, der Bericht. Ein Paket der Gerichtsmedizin. So, okay. Ja, ist in Ordnung. Woher kommen die Schritte? Okay, also ich muss ja wirklich dumm sein, denkt sich mein Chef, wenn er mir sogar jetzt den Weg hierher markiert. Aber okay, wir gehen jetzt mal hier lang. Mein Chef ist echt nett. Das hat mein Chef auch immer gemacht. Er hat mir meine Wege zur Arbeit immer leuchtend markiert, damit ich sie finde. So. Time to embalm. Okay. Wunderbar. Jetzt muss ich sie einbalsamieren. Oh Gott, Leute, apropos Allball, einbalsamieren. Ich habe euch das erste Mal im Urlaub... All right. I've set everything out, so you can just go ahead and get started.
I'll be monitoring. Entschuldigung, ich muss meine... Everything's on your list there, if you need it. Okay, ist alles auf der Liste, was ich brauche. Ich muss meiner Community gerade erzählen, dass ich mich auch habe einbalsamieren lassen. Und zwar, im Urlaub habe ich das erste Mal eine professionelle Massage machen lassen. Und es war so gut, dass ich es 5-mal gebucht habe. Und die hat auch schon so nett gesagt, Good morning, wenn du da eingeschlafen bist, oder You're welcome. Ach, das war so schön. Ich habe sie geliebt. So, okay. Dann balsamieren wir jetzt auch mal ein, würde ich sagen. Habe ich hier irgendwo ein Clipboard, was ich machen muss? Hier so, also. Wire jaw shut with needle injector and settings needles. Okay, jetzt brauche ich jetzt ein Wire jaw. Das ist natürlich sehr geil, wenn ich halt hier überhaupt keine Ahnung habe, was ich hier tun muss. Auch alles abgesperrt, alles zu. Das heißt, hier muss es irgendwo liegen. Okay, hier ein Troca. Used for injecting cavity fluid directly into organs. Okay, das geht jetzt rein in das Organ. Brauche ich jetzt das? Okay, das brauche ich auch nicht. Ich brauche doch jetzt dieses Jaw-Ding, oder? Immer diese Fachbegriffe, Mann. Ich glaube, dass ich sie einbalsamieren muss. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. So, ich habe das jetzt. Den schiebe ich dir jetzt einfach irgendwo rein. I can't use that here. Natürlich kannst du das. Du kannst alles hier usen. Okay. Ich nehme das jetzt einfach mal alles auf, oder? Würde ich sagen. Braucht es ja eh alles wahrscheinlich. I can't hold anything else. Ja, klar, ist ja auch viel zu viel, ne? Okay. Egal. Irgendwas davon wird schon funktionieren. Ah, ich muss jetzt hier im Gesicht, ne? Was war es denn jetzt nochmal? Dieses Jaw-Dings. I can't use that here. I can't use that right. Ich hab's so Mist. I can't use it right here. Okay. Und das sage ich so laut von meinem Chef und er denkt sich halt gar nichts dabei. I can't use that here. Okay, wie kann ich nochmal Sachen aus meinem Inventar schmeißen? Gar nicht. You can do this right here. Ich weiß nicht, was ich tun muss. So, hier. Oh, setting the face. Soll ich jetzt das mal... Oh mein Gott, das sieht ja furchtbar aus. Was? Heidi hat gesagt, dein Lächeln ist nicht schön. Das ist Umstyling. Okay. Was tue ich hier? Was ist das? Ich will es nicht bewegen. Ich habe keine Ahnung. Was mache ich denn da? So, jetzt? Was wollt ihr von mir? Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich drücke und ziehe, aber es passiert nichts. Ich kann... Das ist ja abartig. Drücken und ziehen. Hochziehen. Ich hab's hochgezogen. Und jetzt? Muss ich mir einen Hammer draufschlagen oder was? Hier. Wire jaw shut with needle injector in settings needles. Ach so, da muss ich jetzt Needle eingeben, oder wie? Ich hab doch die Needle. Halt, weg damit. Ich hab doch die Needle. Hab ich hier. I can't use that. Nach oben ziehen und dann draufdrücken. Ah! Oh, das ist ja widerwärtig. Oh, das ist ja richtig widerwärtig. Was mache ich denn da? Oh, es ist widerwärtig. Igitt. Aber Heidi hat gesagt, dass man jetzt nur noch auf der einen Seite Zähne haben muss. Du hast zu viel Bullshit geredet. Deswegen gibt es für dich heute leider keine Zähne. Oh. 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 Oh, die Hell. There we go. Was hat das jetzt gebracht? Was hat es jetzt gebracht, der armen Frau den halben Kiefer rauszuhämmern? Die hat wahrscheinlich sich wirklich zu viel, also laut der Heidi hat sie einfach zu viel argumentiert. Das mussten wir unterbinden. Oh nein, was soll ich jetzt mit Augen machen? Oh nein, was soll ich jetzt machen? Ach, die Augen schließen, ne? Ja. Oh. Okay, ja, ich möchte es zumachen. Was? Nein, lass die Augen schließen. Hilfe, es geht wieder nicht. Es ist hängen geblieben. Oh Gott, was ist denn am Auge dran? Was ist denn das? Alright. Kann mir das mal bitte jemand erklären, was wir hier tun?
Ich möchte niemals sterben. Ich möchte nicht sterben. Das ist das, was ich aus dem Game hier auf jeden Fall mitnehme. Ich möchte nicht sterben. So, was muss da jetzt rein? That's not it. Oh, es war der Beat. That's not it. Das ist der neue Song. That's not it. Yo, ich nehm... I can't hold anything else. Was kannst du denn eigentlich überhaupt, Mann? Okay. Ich muss ein bisschen lesen. Was wollen die jetzt hier von mir? After selecting an item, its description will appear below it. Close. Okay. Und was muss ich hier reinpacken? Das sind Kontaktlinsen mit Widerhaken. Das ist ja grausam. That's not it. Kann ich hier nochmal mein Clipboard bitte mal anschauen? Wo war das nochmal? So, Mix Embalming Fluid. Es muss doch dieses Methanol rein. Habe ich hier Methanol? Aber warum kann ich nichts mehr tragen? Ich habe doch genug. Oh. So, jetzt brauche ich diese Fluid-Sachen, ne? Was ist das? I can't hold anything else. Ach, hier wird mir das angezeigt. Deswegen kann sie nichts halten. Okay, das war jetzt aber dumm vom Spiel, ne? So, jetzt machen wir das mal hier. I can't hold anything else. Du hast doch gar nichts mehr in deinem Scheiß-Inventar! Ach so, weil es in ihrer Kackhand ist, oder was? Ich kann immer nur eine Sache nehmen. Oh mein Gott. Ah! Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. And it can make them pop like that. Just keep doing your thing. I'll get it. Ich glaube, das ist die Heidi. Die erzählt mir hier hinten die ganze Zeit Scheiße. Der behauptet, dass hier irgendwelche Sachen nicht festgemacht sind und irgendwelche Chemikalien durch die Gegend fliegen und das normal ist. Das ist doch alles nur eine Verarsche. Du bist die Heidi! Du bist die männliche Heidi! Du siehst doch aus wie sie. Das könnte wirklich Heidi männlich sein. Ich check das schon. Ich bin wahrscheinlich das nächste Opfer. So, meine Güte, lass mich doch hier nicht verarschen, ey. Okay. Einfach rein damit. So. Okay. Methanol! Und jetzt? Muss ich doch hier diesen Schlauch reinpacken, oder? I can't use that here. Okay, okay. So, make an incision in the carotid artery and jugular vein with scalpelli. I need my scalpelli. So, where's my scalpelli? So, das muss ich jetzt hier irgendwie, hier muss ich jetzt irgendwas aufschnetzeln. I can't use this right here. Ah, Gott! Okay, some items need to be used directly on the body. Okay, da brauche ich wahrscheinlich das hier. I'm missing something. So, jetzt muss ich mal wieder erstmal hier das holen, was ich hier verbrauche. Und zwar brauche ich jetzt den Forceps. Okay, wo ist der Forceps? Das ist nicht der Forceps. Bist du der Forceps? Oh, das ist der Forceps. Okay, dann lass mal den Forceps hier reinknödeln. Während Heidi uns streng zuschaut. Hm, die Gerichtsmedizin hast du heute ganz toll gemacht an deiner Kollegin. Die Aufgabe besteht heute darin, tot auszusehen. Wie heißt sie nochmal? Nein! Ja, so, und zwar... Wo ist denn der Name? Warum steht sie jetzt nicht da? Dorothy, du bekommst deine 1 fürs Todsein. Das hast du ganz toll gemacht. So, was kommt da jetzt noch alles rein? I'm missing something. Ich muss gerade Shooting hier vorbereiten, aber ich pack's gerade nicht. Das ist so eklig. Okay, Dorothy. Jetzt beginnen wir mit dem Shooting.
Okay. Tja, das Dorf für ihre Periode hat, das wussten wir leider nicht. Aber heute sieht sie aus wie eine authentische Leiche. Okay, was ist denn die nächste kranke Aufgabe vom Shooting? Turn off pump, remove the tubes. Okay. So, Dorothy, dein Shooting ist heute rum. Entschuldigung, aber diese relatable. So relatable einfach. Ja, so schnell geht es. Okay, also. Fill an empty IV reservoir bag with gravity fluid. So, das brauche ich jetzt. Wo ist dieses Oh mein Gott, was war das? Da haben wir wieder Paparazzi am Set. Was ist das? Muss ich die Bag oder welche Bag? Ne, die Bag hier muss ich jetzt füllen. Jo, aber mit welchem Fluid? Ah, da. Augen auf bei der Berufswahl, aber echt. Wieso geht es nicht auf? That's not it. Ah, das habe ich jetzt hier gefüllt. Jetzt kann ich es damit füllen. Okay, ich habe es, glaube ich, gefüllt. So, dann haben wir einmal Fill Empty. Habe ich doch gemacht, oder? Ich habe es doch jetzt gefüllt, hat das so klack gemacht. That's not it. That's not it. Ich habe das gefüllt jetzt, glaube ich, ne? Ihr habt es gehört. So, es kommt jetzt. Okay, jetzt müssen wir erstmal den Körper aufschauen. Oh nein, ach Gott. Ja, Dorothy, du hast noch ein bisschen zu viel Fett unter deiner Bauchdecke. Das muss fürs Shooting auf jeden Fall weg. Oh Gott. There we go. Okay, Dorothy hat jetzt keine Seele mehr. Ich weiß nicht, wen ich gruseliger finden soll. Dich oder Dorothy? Okay. Was muss ich jetzt hier machen? Jetzt kommt einmal Mix Cleaners in Bathroom Closet to create Tank Cleaner. Wo ist denn der Cleaner? Der ist wahrscheinlich da hinten irgendwo. Oh. Wo ist der Cleaner? Wo ist der Cleaner? Ah, hier. Flow Clean. Und welcher ist es jetzt? Clean. Clean sind alles die gleichen, oder? Das ist ganz schön kompliziert. So, mix cleaners in bathroom closet to create tank cleaner, then pour into the... Ah, jetzt in die Pumpe rein, ne? Oh Gott, das ist so grausig. Okay. Dann hier rein, oder? Nee. Wo ist denn dieser Cleaner? Oder in sie? Oder in dich? Oder muss ich alle Cleaner mischen? I can't hold anything else. Ich kann ja nichts mehr halten, ne? That's not it. Oder muss hier noch irgendwas gecleant werden? Ich glaube, ich muss alle cleanen. Aber ich habe halt schon wieder zu viel in der Hand, ne? Aber der wird es doch wohl sein. Kann ich den nicht auch in die Pocket packen irgendwie? Wisst ihr, ob das geht? Nee, ne? Muss doch irgendwie gehen. That's not it, that's not it, that's not it. Dann droppe ich das halt mal. Guck, ob das geht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das alles droppen muss. Ich muss das auch irgendwie 100 pro. Nee, nee, ich muss nur einen nehmen. Then pour it into the... Das ist doch diese Pumpe hier. Ach so, oh mein Gott. Ach so, damit reinigt er das wieder, diese ganze Säure. Ugh. Das ist so grausig. Und hier fallen die ganze Zeit irgendwie Sachen runter und kein Juckt's. So, dann Mixed Cleaners in Bathroom. Genau, das machen wir gerade. Dann Apply Moisture to Facial Features. Okay. So, ist jetzt fertig. Dann die Moisture. Ist das hier Moisture? Ja. So, und das mache ich jetzt wohin? In dein Gesicht, die?
Oh, es wird so ein bisschen geschminkt. Guck mal so. Jetzt wird sie schön geschminkt. Oh mein Gott. Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Dass ich aber auch nicht schreie. Sure, I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Ich glaube, ich komme nie wieder. Oh mein Gott. Das fängt ja schon schrecklich an. Können wir das nicht bitte einfach lassen? Kann ich noch irgendwas mitnehmen? Er hat alles. Ich hoffe, ich muss diese Kacke nicht jetzt nochmal selbstständig machen ohne ihn. Go ahead. It's fine. I'll give you a call when we get someone in. Ich hätte so Angst alleine mit so einem toten Körper. Außerdem ist die Frau extrem groß. Sie ist halt ein Model, ne? Okay, ciao, Heidi. Ich gehe dann jetzt. Tschüss. My first body. My first top model. Hey, geil, wenn dein Chef einfach mitten in der Arbeit sagt, hey, genug für heute, geh heim, chill. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So, that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like, he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No, no. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. Actually why I'm calling. I know it's late, but we just got three new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. We'll see you tomorrow. Affäre mit dem Chef, ich sehe es kommen. Also ich glaube, er hat Holy uns... Holy shit, that was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go, like, right now. I'll talk to you later. Okay, also, er hat mich, glaube ich, nur nach Hause geschickt, weil er gemerkt hat, dass... Was, bin ich gerade in der Waschanlage oder was? Weil er gemerkt hat, dass ich irgendwelche Visionen habe. Ich glaube, das war der Grund, warum er uns nach Hause geschickt hat. Jetzt sollen wir nochmal reinkommen. Er hat drei neue Körper und die müssen wir uns jetzt kümmern. Und ich habe gerade mit meiner Freundin telefoniert und habe halt übel die Sorge, dass er unzufrieden ist aus dem Grund, weil er mich nach Hause geschickt hat. Aber den Grund habe ich euch ja gerade gesagt, warum ich glaube, dass er das getan hat. So. Das sind meine Keys. So, temporary items do not take up space in your normal inventory. Okay, das heißt, die kommen nicht direkt rein. Das ist einfach nur, was ich anschauen kann. Okay, geil. Dann lasst mal reingehen. Ein paar Körper durchstöbern. Ich finde es toll, dass ich immer alles anfassen kann hier. So, ich liebe scheinbar Cornflakes. So, was macht denn das eigentlich für ein Geräusch, ey? Was ist denn das? Hä? Was sind das für Chips? Wieso machen meine Chips nicht so ein Geräusch? So, ich glaube, sonst gibt es hier nichts. Okay, passt. Dann gehen wir direkt. Neue Körper. Yay! Ach, okay, wir sind schon direkt da. Also schon gemein. Oh Gott, Hilfe. Oh mein Gott. Hilfe! Es ist aber schon gemein, dass er gesehen hat, dass schon irgendwelche Sachen passieren und er mich dann hier reinkommen lässt. Und ich kann jetzt ja eigentlich voll hinten durchlaufen und reinglotzen, oder? In den Raum. Boah, ich kann ja einfach schon in den Raum reingucken. Ist voll gruselig. Jedenfalls, er hat ja gesehen, dass wir schon Visionen haben und lässt mich jetzt alleine drei Topmodels machen. Ist schon gruselig. Alright, guess I'll head to the back and get started. Erstmal einen Kaffee machen, Mann.
Ich kann ohne Kaffee nicht arbeiten. Warte. So, wo ist jetzt hier mein Kaffeebecher? Und dann ein bisschen Kaffee rein. So. Und noch ein Pad. Oh Mann! So. Okay, dann muss ich... Also das wäre für mich schon ein Grund zu kündigen. Sofort. Also ganz ehrlich, vor allem nachdem ich so eine Vision hatte. Das habe ich meiner Freundin ja auch am Telefon erzählt und die meinte noch so, ach, ist doch normal. Hi, Rebecca. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. Oh, nein. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm, okay? We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Ugh, damn it, what the fuck? This is insane. Okay. This is so stupid. It's just some... hazing for the new girl or something. Just play along and do your job. Also, ihr gestörter Chef hat angerufen. Ich habe gesagt, hier ist jemand draußen. Er meinte, er wird jetzt die Türen versperren, dass er sich das heute Nachmittag schon gedacht hat. Es gibt ein paar Körper, die sind verflucht. Die er gemacht hat, sind normal. Ich glaube, ich bin irgendwie jetzt verflucht und befallen und ich darf nicht gehen. Ich soll jetzt einfach nur meine Arbeit fokussiert verrichten. Das heißt, der Sack hat jetzt extra mich angerufen, damit ich das mache, weil ich eine Gefahr für andere bin. Ich bin mir aber jetzt noch nicht sicher, ob er einfach nur uns als Opfer nimmt und damit wir das machen, weil er selber Schiss hat. Jedenfalls die Türen verschlossen. Er meint, wir sollen fokussiert sein und sollen uns nicht stressen. Ein alter Schlüssel und jetzt haben wir hier noch ein dummes Record-Tape. So, super, ey. Toller Arbeitstag, Mann. Voll Bock drauf. Ja, also das heißt im Prinzip... Wir sind gearscht, er lässt uns die Drecksarbeit machen, er weiß, irgendwas geht hier ab, irgendwas ist verflucht, irgendwas ist gruselig. Und ja, ich bin dran. Okay, also muss ich die Sachen nehmen? Sind das alles die drei Körper hier? Ich glaube schon. Ich muss jetzt erstmal diese Kacke hier öffnen. Oh mein Gott, ich hätte so Schiss. Ich würde so... Ich scheiß mir jetzt schon. Ja, oh mein Gott, schon wieder. Lass mich in Ruhe, was willst du denn? Oh nein. Look, I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. Yeah. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to worry, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look. I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. I'm sorry this had to happen. This is insane. Whatever. Just be the professional one, grab a body and get started. Also er sagt im Prinzip, ich habe nur Stunden, das zu lernen, was er in Jahre gelernt hat. Einer der Körper verflucht. Ich muss den Namen des Teufels kennen und den passenden Körper verbrennen. Ganz toll. Hallo, Likey. Okay, eine small Cassette.
findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. Okay, wir müssen unbedingt seinen Namen rausfinden. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Okay, wir müssen den Namen finden, das Allerwichtigste. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Super. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Whatever. Just don't think about grab it. A body just and get started. Scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. Okay, also sobald irgendwas gruselig ist jetzt. On the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. Oh Gott, es geht auf Zeit, wie ätzend. Abandoned God has he has abandoned you. Bring Lucifer into your heart and reveal in his glorious sin for all of the damned. There is no hope for God. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Einfach nur, was ist das für eine Scheiße? Forget it. Okay, also, keine Ahnung. Das läuft jetzt, glaube ich, auf Zeit. Und... At least I can keep track of things. Oh Gott, und das ist alles offen. Das ist ja grausam. Wie soll ich denn das wissen? Hilfe! Ich will nicht! Läuft es jetzt schon auf Zeit? Wo kann ich gucken, wie viel Zeit ich noch habe? Das ist ja ätzend. Okay. Ich habe jetzt von Heidi den Vertrag bekommen und habe jetzt gemerkt, dass es ein Knebelvertrag ist. Das heißt, ab jetzt fange ich an zu schwitzen. Aber ab dem Moment, wo ich die Leichen hole, fängt die Zeit an. Wie kann ich denn diesen Kack-Computer hier entsperren? Und wofür ist der Alt Key? Wahrscheinlich hierfür, oder? Ja. Oh. Oh mein Gott, was ist denn das? Banish a demon to hell. It must be bound to its chosen body and burned. Also. The three objects in this cabinet are your tools. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body, with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Ist das jetzt ein Phasmophobia? The demon is bound to its vessel. Burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world. Ah, okay. Das ist dafür da. You need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture. Anywhere. Okay, ihr müsst auf diese, diese Objekte achten. Und ich muss immer wieder checken, ob ich die Symbole irgendwo finde. Okay, okay, es ist eigentlich ein Phasmophobia, nur im, im Singleplayer-Modus. Es kann also, glaube ich, in jeder Runde ein anderer Geist sein. Ich muss rausfinden, welcher, muss immer die Symbole finden, die er hier versteckt. Und muss den richtigen Dämon finden. Was ist denn das hier? Oh, das ist meiner. Das ist seiner. Hier, Raymond does really need a key to the hatch outside. Cleaner is low and you mentioned having some down there before. I know you don't trust anyone to go there, but having a copy of the key would be made. Okay, Zoe. Wer ist eigentlich Zoe? Wo ist Zoe? Da hat's einen Schlüssel. Mr. Delivers extra monetary.
Was ist da drunter noch? Nix hier. Oh Gott, das wird ja schrecklich. Also ich glaube, wenn ich anfange, die Leichen zu nehmen, beginnt der Time-Tracker. Oder? Oh Gott, ich habe... Okay, auf seiner Karte steht der Code für den PC. Hinten drauf, ne? 8-2-9-3-8. Whatever. Wieso macht sie es nicht auf? Muss ich den nehmen, ne? Kann ich nicht. 8-2-9-3-8. Warum kann ich es nicht entsperren? Wahrscheinlich erst, wenn ich die Leiche hole, ne? Ich habe irgendwie Angst, die Leiche zu holen, weil dann geht die Party ab. Ist wirklich wie so ein Jeremy Sex Topmodel Vertrag. Die Tür ist abgeschlossen, wir kommen nicht mehr raus und dann wird uns alles erzählt, was wir machen müssen und in was für eine Falle wir eigentlich getappt werden. Was vorne? Auf dem Schreibtisch liegt ein Notizblock. Da siehst du, wie weit es vorangeschritten ist, also die Zeit. Noch gar nicht. Can be used to check how far one has slipped into position. Da kann ich gucken, wie weit es schon ist. Noch gar nicht. Hier ist der. Oh mein Gott. Okay, war ich das jetzt? Wieso habe ich das gemacht? Okay. Oder der Code ist für den Tresor. So, was war das nochmal hier? Wie war der Code nochmal? Neun, drei, acht. Nee. Nee. Nee, ist zu kurz. Okay, dann fangen wir mal an mit der ersten Leiche. Mit wem fange ich denn an? Da ist schon gar niemand drin. Okay, fang mit ihr an. Oder mit ihm. Okay. Wo ist denn mein Wägelchen? Unangenehm. Sehr unangenehm. Ah nein, lass. Naja, altes Gebäude. Okay, komm. Okay. Let's go. Oh Gott. Woran bist du denn gestorben? Alright, let's check you out. Okay. Nein. Ja. Hello? Extrem uncool. Nope, nope. New job. I'm getting out of here. Nee, nee, komm, das schaffst du schon. Oh Gott. Ich hab grad Heidis wahres Gesicht gesehen. Ja, ja, la 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 la. All good, meine Freunde. There we go. Okay, ich schreibe jetzt schnell mit dem Rechner ein. Wie war der Code? Brauche ich nicht. So, wir haben einmal rechter Arm. Dann haben wir einmal linker Arm. Dann haben wir einmal die linke Schulter. Dann haben wir einmal das linke Beinchen und das rechte Beinchen. Und der Name ist Lai Day und der ist 35 und eigentlich ist er pretty hot. Aber ich weiß nicht, ob er das über Leichen sagen darf. Okay. Pretty hotter Guy. Druck doch schneller, Mann! So, die Akte. I need to file the copy up front. Ja, ja, ich weiß. Lelelelelelele. Wie weit sind wir denn schon? Easy. Time to embalm. Okay, jetzt müssen wir ihn embalmen, Leute. Was war das denn nochmal? Wie ging die Scheiße nochmal? Wo ist mein dummes Board? So.
Genau, jetzt muss ich erstmal wieder die Zähne hier raushämmern. Wo ist denn diese ganze Kacke eigentlich überhaupt jetzt? Das ist jetzt alles aufgeräumt? Verdammt! Wo hat's denn diesen Zahnhauer? Da! Da, das brauche ich. So, let's go. I'm missing something. Nee, du misst gar nichts. Du brauchst es doch. Ich hab's doch. Was ist hier? I can't use that here. Was brauche ich denn noch, Mann? Biochorschat, Needle Injector. Wo ist denn dieser Needle Injector? Das da. Needle Injector. I already have one of those. Ja, also, was ist denn dann dein Problem? Da, des Needles. Des Needles. I need this Needles. Oh Gott, ist so grausig. Ah. Warum macht man das eigentlich? Das ist so fürchterlich. Oh mein Gott. Du hast so schöne Zähne. Wirklich, du bist ein Topmodel. Du warst ein Topmodel. Ich finde das ganz schrecklich. Oh Gott, ich finde das ganz, ganz fürchterlich. Oh. Oh Gott, das Mäulchen zumachen. Ja, ja, ja. Was haben wir denn als nächstes? Insert Eye Caps. Wo sind denn diese Kack-Eye-Dinger da? Nee. Oh Gott, Hilfe, ich höre Geräusche. Hinter mir. Wo sind die Eye Caps? Where are the Eye Caps? Wo sind die Eierkappen? Ich brauche die Eierkappen. Wo? Wo hat's die Äuglein-Kappen da? Ja, oh Gott, ich hab sie. Okay, so Eye-Caple. Flop, 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 flop. Ja, mach's doch auf. So, okay, let's go. Alright. Ja, ja. Alles wunderbar. Mix Emblem. Oh Gott, dieses Gluta-Gluli-Glu. Ich glaube, das war's einmal. Ich habe keine Ahnung. Einfach rein damit. Nicht nachdenken. Einfach rein damit. Dann haben wir einmal Methanol. Bleaching. Agency. Undercorrectant Glutamat. Formidable. Das brauche ich. Formidable. Ich nenne es jetzt einfach, wie ich will. Was brauche ich noch? Ich brauche schnell Methanol. Bitte nicht. Beste Methanol. Hier noch so ein bisschen. Methanol. Was haben wir noch? Ich brauche noch Glutaribari. Glutaribari. Glutamat. Mein Schatten. Wo ist Glutamat? Wo ist das Glutamat? Scheiße, die Zeit läuft doch, Mann. Ich hab nicht so viel Zeit. Wo? War im Schrank? Wo? Ah, da, ich hab's. Du kannst nichts mehr halten. Ich schlag dich gleich. Ich hab's. Easy. Anmachen. Ja. Und jetzt? Mix. Regnant in the old cabinet. Was? Was brauche ich denn jetzt? Ach so, das muss ich jetzt mit reinpacken, ne? Dieses Zeug da oben. Damit ich den Geist austreiben kann. Ah. Ich muss da mit rein. Oh Gott, das ist gruselig, um den richtigen Körper zu finden. Okay, let's go. So, jetzt müssen wir den Hals hier aufschnetzeln. Dafür brauche ich auf einmal ein Skalpell. Und ich brauche noch diesen komischen Scherenscheiß. Das ist, glaube ich, nicht, aber egal. Yes. Und der Scherenscheiß. Yes. Und dann? Was dann? Wo sind die Schläuche? Für Forceps. Wie sah der nochmal aus? Forceps! Du warst nie für mich da. Immer hast du mich verlassen, Forceps. Aber ich kann dich nicht hassen. Forceps! Wo ist der Forceps, Leute? Ich... Ah! I can't hold anything else. Ja, ist okay. I can't hold anything else. Das ist mir doch wurscht. Wo ist der Forceps? Ich hasse das Spiel. Das ist einfach nur Stress. Ja, bitte Infos geben. Help. Backseat Gaming aktiviert. Wo ist Forceps? Tubing?
Oh, das sind sie doch, ne? I can't hold anything. Warum kannst du schon wieder nichts halten, Girl? Else. So, hier rein mit dem Schlauch jetzt. Yes, jetzt an mit der Pumpe. So, okay. Lass sie jetzt ausbluten. So, jetzt machen wir unseren Smoothie. Turn off pump, remove tubes and close incisions. Fill an empty little bag. Ja, okay. Oh, das ist so grausig, wirklich. My friend, everything is good. So, jetzt brauche ich diesen komischen Fluidbeutel. Wo sind die Fluidbeutel? Da oben. Ja, und damit muss ich doch jetzt das hier füllen. Ah! Das bin ja ich. Das ignoriere ich jetzt einfach mal. Fluidbeutel und ich will das hier nicht. Ich will das einfach nicht beachten da hinten. Das ist egal. So, öffnen. Oh, jetzt muss ich da hin, Mann. Ja, ich hab's gesehen. Lass mich bitte einfach meine Arbeit weitermachen, Mann. Ich glaube, wir haben ein Problem. Fluidbeutel. Fill in empty Dingsbums. Hab ich doch. That's not it. Hab ich doch! That's not it. So. Letting strip. Was bringt das jetzt? That's not it. Ich muss doch das jetzt hier reinmachen. Nimm den und halt den hoch. Ach so. Oh, was war das jetzt? Was hat das jetzt gebracht? Ich hol mir nochmal einen Chip. Was bringt denn der? Oh. Oh, was soll denn das? Heißt das, dass der gerade hier ist oder was? Oder habe ich jetzt irgendwo ein Zeichen? Wieso kann ich den hier nicht weitermachen? Fill in empty with gallery fluid and then insert. Das will ich doch machen. Warum lässt er mich das denn jetzt nicht machen? Ich kann den Deckel nicht aufmachen. Das macht die ja nicht, die doofe Nuss. Ich kann gerade. Oder hat sie irgendwo gerade ein dummes Zeichen, was ich irgendwo entdecken muss? Ist hier irgendwas? Lässt er mich hier gerade nicht weitermachen? Oder was ist das Problem? Warte mal, bevor ich stirb. Ach so, stimmt. Oh mein Gott, ich habe einen ganz falschen Schritt, Leute. Ich muss jetzt erstmal das machen. Mist, ich habe voll viel Zeit verloren jetzt. Okay, da wo die Karten zerstört sind, hat sie Symbole. Da gucke ich jetzt gleich mal. Okay, okay. Nein, lass mich. Ich werde es jetzt ignorieren. Nein. Nein. Ich tu den Jungen jetzt aussaugen. There we go. So, hier ist doch... Das hier ist doch mein Zeichen kaputt gegangen. Das heißt, hier muss doch irgendwo ein Zeichen sein. Hier ist doch das Ding kaputt gegangen. Oder war das nicht direkt hier drin eigentlich schon, ne? Und hier ist auch dieses Ding kaputt gegangen. Hier. Das heißt, hier muss auch irgendwo ein Zeichen sein. Kann er in Gegenständen und über sein. Hello? Hello, Rebecca? Rebecca? What the? Oh.
Ich finde kein Zeichen. Jetzt ist meine Fluid. Was muss ich jetzt machen? Mix Cleaner im Bathroom. Okay, jetzt muss ich das kurz reinigen. Den Scheiß. Okay, und dann kann ich das jetzt nämlich hier reinigen. Also in der Nähe, wo das abgebrannt ist, hat es jetzt gleich ein Zeichen. Deswegen hole ich mir nochmal eins und guck gleich nochmal. Hier war doch irgendwo eins, oder? Hier ist doch was abgebrannt. Hier ist es abgebrannt. Aber sind die Zeichen auffällig oder nicht? Oder sind die auch hinter Gegenständen oder wo finde ich die? Und hier ist ja auch irgendwo was abgefackelt. Die sind nur einmal aktiv. Ach, Kacke. So. Hier. Apply Moisture Interfacial. Wo ist der Moisture? Wo ist die Moisture Creme? Moisture Creme? Moisture fürs Facey? Für die Beautiness? Auf dem Boden? Ist halt auch so dunkel. Kann ich nicht eine Taschenlampe haben, Mann? Wo ist denn die Moisture? Fürs Gesicht die? Bin viel zu langsam, kann das sein? Zeichen in der Schublade. Oh! Da! Eine 5! War voll auffällig. Das heißt, muss ich jetzt mit der 5 machen? Welches war es denn davon? No. No. Oh, oh, hier passiert gerade irgendwas. Okay, und was ist das jetzt für... Oh Gott, Hilfe. Was ist jetzt für ein Zeichen? Das erste? Und es war eine 5. Das hier. So, jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwo ein Zeichen ist. Ist hier noch irgend... Oh ja, hier ist irgendwas. Oh, hier, ein G. Ein G. Könnt ihr euch das merken? Ein G. Tragt das trotzdem schon mal ein. Ist ja egal. Ich kann die ja jederzeit austauschen, oder? Kann ich das austauschen gegen das hier? Ja, okay. Mache ich das hier rein und das G mache ich hier rein. Einfach nur, weil ich es kann. So. Okay, weg. Kann ich eigentlich speichern? Nee, okay. So, was steht als nächstes an? Apply Moisture. Moisture habe ich ja hier. Jetzt kriegst du ein bisschen Creme ins Gesicht. Sehr schön, damit das Gesicht nicht fault. Alright. So, Flying Solo. Return Body to Cold Storage. Soll ich das überhaupt... Soll ich das überhaupt machen? Soll ich das überhaupt machen, dass ich den schon zum Storage zurückmache? So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob wir nochmal ein Zeichen finden. Okay, du bist ready. Wie gruselig, ey, der mit seinen Pets in den Augen. Der lasst die scheiß Augen einfach zu, okay? Ich weiß gar nicht, wo. Hilfe! Wo war denn denn sein Kack? Hier, der Layla war es doch. Okay, Layla. Und tschüss, Layla. So behalte ich immer einen Überblick über meine Leichen. Okay, wer ist schon als nächstes hier? Randall-Schall. Der Randall. So. Okay, schnell. So, Randall. Randall, du Kleine. Randall hieß doch der von Große Pause.
Wieso sind die alle so jung, Mann? Hilfe, steck fest. Okay, Randall. Dann fangen wir doch direkt einmal an. Oh Gott. Was war das bitte? Hat sie noch irgendein Zeichen? Ist nichts da? Nein? Okay. So, dann holen wir hier direkt wieder die nächsten Sachen. Auch einmal so einen Hauer. Und dann machen wir auch erstmal deine Zähne kaputt. Wieso kann ich das nicht machen? Ich kann das nicht machen. Das muss ich machen. Ach so, ich muss erst... Oh oh. Scheiße. Muss ich erst den Beleg holen? Nein, nein, alles ist gut. Entspann dich, Girl. Untersuchen. Ah, stimmt, ich muss den erst untersuchen, ne? Oh, fuck. Okay, rotate. Ich wollte schon zu früh anfangen. Okay, okay, okay. Nix. Nix. Hier. Der hat aber nicht viel. Darf ich auch nochmal hier dein Körperchen drehen? Oh, er hat Kratzer im Gesicht, das sehe ich. Oh, das war bestimmt eine Ex. Das war bestimmt eine böse Ex. Dann ist es doch bestimmt der, oder? Der hat voll die Kratzer im Gesicht. Es handelt sich hierbei um eine Ex. There we go. Okay, Guy, du bist also schon mal gecleant. Let's go, schnell. Head, yo. Entry, weg. Ich brauche einen neuen Mann. So, neuer Rekord. Entry 2. Head. Richtig linke Schulter. Yes. Rechter Arm. Yo. Linkes Beinchen. Und rechtes Beinchen. Yo. Und ja, ich habe doch gesagt. Achso, da ist ja nichts, ne? Headhammer, Arm. Name ist Randall Small. 50. Und das war's. Nee, was fehlt denn noch? Rechte Schulter, rechter Arm, linker Arm. Habe ich irgendwas vergessen? Rechtes Bein? Linkes Bein, so jetzt. Linkes Bein? Hä? Ich habe doch alles, oder? Ach, das Alter? Ach, das Alter, Mann. Oh, ich habe Zeitdruck. Ach, ja. Oh Gott, der steht auf. Randall. Oh, sorry, ich bin so unter Zeitdruck, dass ich mich gerade nicht konzentrieren kann. Wie weit ist denn schon der Prozess fortgeschritten? Ah, wir sind am Arsch. Okay, ganz schnell die Zähne hauen. Let's go, Mann. So, ab. So, wer wollte nochmal ein schönes weißes Lächeln und bleachen? Hier geht's ab. Ich mach das, ey. Das sieht so furchtbar aus. So sehe ich aus, wenn ich auf einem Geburtstagsfoto lachen muss. Hey, wieder ein Jahr älter geworden. Lach mal. Genau so sehe ich aus. So. Noch schnell die Klebe, ja. Klebestreifen. Oh, bitte nicht so ein Jumpscare, dass die irgendwie hinter mir stehen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Nee, brauche ich noch nicht. Ich habe irgendwie Angst, wenn ich mich umdrehe, auf einmal so ein Arsch neben mir steht. So. Alright. Jetzt kommt wieder diese Fluid-Scheiße hier. Humanine. Humanine. Formadelle, formidable. Glutamati, Ethanoli, Meta, nein, nein, du sollst eins nehmen, Girl. So, jetzt, okay. Und dann noch dieses rote Zeug, um zu gucken, ob da ein Teufelchen drin ist. Ja, so ein kleines Schweinchen. Gucken wir jetzt mal, ob da einer drin ist. So, schön, dann gucken wir mal hier nochmal nach. Ein kleines süßen Skalpellchen. Okay, okay, dann haben wir noch ein kleines Sherly. Und noch so kleine Schnürlis. Schnürli. Ja, Schnürli. Dann machen wir jetzt hier deinen Hals ganz böse auf. Mein kleines Zack. Und dann kommt hier das rein. Das Tubing. Das hier Forceps. Dann kommen hier diese ekelhaften Röhrchen in deinen Hals. Und dann pumpe ich dich aus, dass du ausgeblutet wirst. Okay. Kein weiteres Zeichen. Oh Gott, lass mich. Kein weiteres Zeichen.
Okay, ist in Ordnung. Und wieder raus mit der Scheiße. Zack, zack. Und weg damit. Okay, back. Back to reality. Insult Fluvi Fluvi Baggy. Nein. Hier. Ich will das. I can't hold anything else. Gib das. Flaggy Baggy. Und dann brauche ich dieses Stäbi Stäbi. So. Ranzen aufmachen. I'm missing something. Oh, stimmt. Ich muss ja wieder diesen Fluid Bag. So. Ich bin voll der Profi. Jetzt schreibt mir das endlich mal in die Kommentare. Ich saug auch euren Körper aus. Das wäre so ein. Oh nein. Oh nein, scheiße. Bin ich zu langsam gewesen? Scheiße. Bin es ich? What are you doing here? Oh. Ach du Scheiße, ey. Ich wurde ausgeblutet. Leute. Die haben mich ausbluten lassen, wie so ein Lappen. Okay, wir saugen den Typen weiter aus. Ich sauge dir dein Geld und deine Liebe aus deinem Herzen. Ich bin nämlich ein Sugar Girl. So. Okay. Ja, ja, there we go. Alles schön. Clean in the bathroom. Den Shit. Kriege ich mal bitte wieder ein neues Zeichen? Ich wäre bereit. Bitte. Bitte. Bitte an dem. Oh, oh, es brennt. Au. Wo ist das Zeichen? Seht ihr es irgendwo? Seht ihr es irgendwo? Seht ihr das Zeichen? Oh. Eine 3? Was war's denn jetzt? Das hier, oder? Das sah so verträumt aus, wie so eine verträumte 3. War das eine verträumte 3? Das ist schon eine verträumte 3. So, okay. Apply Moisture. Wo ist denn der Moisture? Hier. Moisture Pad aufs Facey. Hm, guck, wie er es genießt. Nur warum so hektisch? Weil ich gehört habe, dass ich Zeitdruck habe. Return Body to Storage. Nichts lieber als das. Okay, let's go. Wieso erfahre ich eigentlich nicht den Tod? Des Menschen. Das würde mich voll interessieren. Ist echt wie so eine Kaffeemaschine, ne? Okay, tschüss. Damit ich meine Leichen auch wieder regelmäßig erkennen kann. Mache ich das jetzt. Warum ist denn der draußen? Ey, Kerle. Ganz wegen. Lass du mal offen. Oh. Oh Gott. So, jetzt. Okay, let's go. Ah, Hilfe, ich steck fest. Mann! Okay, der letzte ist dran. Okay, erstmal die Marks. Yo. Es sind aber trotzdem ganz schön schöne Leichen, wenn ich das mal so sagen darf. Die sind alle noch relativ unberührt. Unberührte Leichen. Oh, es passiert wieder irgendeine Scheiße. Ich ignoriere das einfach. Hat schon aufgehört. Ist schon wieder alles gut. So, okay. Ich glaube, jetzt habe ich alles, oder? Sie hat aber noch nicht gesagt, alright. Ah, hier noch. There we go. So, jetzt. There we go, girl.
Girl, you don't listen to him. So, okay, Entry Nummer 3. Robin ist 30. Wieso stirbt er so früh? Ich würde gerne wissen, woran die sterben. Das wird gar nicht thematisiert. Wahrscheinlich hat er zu viel Assi-Content konsumiert. Linker Arm, Shoulders. Yes. Okay. Druck schneller, Mann! Schneller! Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Alles wird gut, Mann. So. Dann können wir jetzt anfangen mit... Oh mein Gott. Oh Gott, ich dachte gerade, der blutet aus dem Gesicht. Oh nein, ich habe gerade was gehört. Lasst mich bitte einfach in Ruhe. Oh, schrecklich. Ey, ich bin so schnell, ne? Es ist so grausam. Grausam. Oh. Ja, mach doch. Okay. Zu, zu, zu. Here we go. Jo. Ja, nimm doch bitte. Eis für die Glubschis. Rein da in den Stissel. Jo. Alright. Ja, ja, alright. Genau, sie atmet auch so, das beruhigt mich. Alright, wir haben alles im Griff. Oh nein, es kommt schon wieder irgendwas, oder? Ich bin so ein Speedrunner. Schneller, ich habe Angst, gleich wieder was passiert. Schnell noch das Monster-Fluid, aber das muss er ja eigentlich sein, weil wir haben ja dieses Fluid überall reingepackt. Und es ist ja bis jetzt noch nichts passiert, ne? Oh, ich schwitze. Diese Geräusche machen mich einfach nur narrisch, weil da gerade hinter mir schon wieder irgendwas passiert. Es ist gerade irgendwas eklig hier, aber es ist egal. Ich mache einfach meinen Job. I'm missing something. Nee, du misst gar nichts. So, jetzt. All good. Oh, ich hasse es. The system is only for the river fields. Oh! Okay, den Code von vorhin, ne? Scheiße. Den Code von vorhin. Okay, machen kurz den Code von vorhin. Oh Gott, Hilfe. Der war 82938. Okay, hier. Ah. This database is a collection of all my findings related to the banishment of Covetous Demons, the history of the demonic and the tools I have found through the research. Historic of the demon... La, 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 la. Inviting demon... Collect all of demon histories. Okay, oh Gott. Oh Gott, es passiert gerade wieder irgendwas. Ich mach mal schnell die scheiß Leiche fertig, bevor ich hier irgendwie... Oh Gott, Hilfe. Nein, nein, alles gut, Girl. Beruhige dich. Turn on Dump Remove Tubes. Okay, das mache ich jetzt erstmal. Ich ignoriere das jetzt erstmal alles. Ich will mal schnell mein Zeug fertig kriegen. So, okay. Yes, alright. Hast du geschafft. Dann kommt als nächstes Empty Bag hier, die da. Okay, das machen wir schnell hier. Auch da schnell das. Mach schnell das. Und mach den jetzt schnell auf. So, mein Freund. Schlauch, Schlauch. Genau, die dritte Leiche wird ins Bett fertig gemacht. Bin ich gut in der Zeit? There we go. Okay, und jetzt muss ich was machen? Jetzt muss ich erstmal diesen Mixcleaner im Bathroom machen. Gibt's aber auch noch einen? Hey, der ist ja weg. Ah, hier. Ich dachte gerade schon, ey. Kollege, mach keinen Stress. Oh nein, fuck you, bitte. Was soll denn die Scheiße jetzt? Habe ich da nicht noch einen Key? Oh, ich kann.
Oh nein. Oh nein. Ich drehe schon richtig durch, ne? Oh oh. Ha! Get tubing my bed, get needle from bathroom, find lighter, get spoon from coffee table, find full... Was? Oh, ist das irgendwie von so einem Drug Addict hier? So, was soll ich machen? Get tubing from my bed. Was? Okay. Get a needle from bathroom. Wo ist denn die? Hier. Find Leiter, also ein Feuerzeug. Wo ist denn das? Warum ist es nur so dunkel in diesem Scheißspiel? Get a spoon von a coffee table. Ach, ich mache jetzt alles ready, um mir eine Crystal Meth zu machen, oder? Ich finde den Spoon nicht. Ah, hier. So, wo ist der Spoon? Und jetzt, find full baggy on kitchen's counter. Oh, das ist ja grausam. Ach du Scheiße. Nein, tu's nicht! Die macht sich jetzt Crystal Meth! War das überhaupt schlau? Girl, was machst du denn? Oh, shit. Ah! Ah! Okay. Mir reicht's. Ich kündige. Voll die Irre, Mann. Okay, hier muss... Oh, hier. Okay, scheiße. Das hier, eine freche... Das da ist es. The door ist gar nicht open. Dein Arsch ist vielleicht offen. Ich moisturize dich. Alright. Oh, das Türchen ist offen. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein Arsch. Muss ich wissen, welches ist, ne? Ich bring den mal zurück. Okay. Rein mit dir. Okay, jetzt gucken wir schnell mal die Symbole und wie man die bekämpft, Leute. Wir sind jetzt schon echt weit. So. Also, wie finde ich die Kacke jetzt hier? The Halls of Hell? The Halls of Hell? Die habe ich nicht, oder? Nimmt es mir ja auch Zeit, wenn ich hier browse? Das wäre gemein. Ich check das hier alles überhaupt gar nicht. The Lesser Spirits? A Woman? The Woman in White? The Shadow Man? The Mimic? The Woman in White? Die hatten wir doch schon, oder? War das The Woman in White? Quarter Letting. When the Church found some of the guilty sin. Ich guck mal kurz nochmal zurück. Was gibt's denn hier noch so? Home. So, hier. History of the Demonic. Identifying Demonic. Das ist doch... Why learning the name of the demonic entity is more about waiting, identifying which body is experiencing demonic trance. When a demonic entity is present, the vessel it is occupying may from marks on the previously observed. Jetzt muss ich gucken, ob eine Leiche
diese Marks hat. Weil dann haben wir schon mal die Leiche, die auf jeden Fall befallen ist. Alright. This working? Yeah. This thing is huge. So, I guess, this is David. Raymond, this feels insane, but I think you were right. This has happened a few times now, but let me see if I can get in here. There it is. Fuck. Fuck! So, identifying. Wir müssen es jetzt identifizieren. So, ach, das war gerade das. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal kurz nochmal die Leichen durch und gucken, ob da irgendwas zu sehen ist, oder? Oh mein Gott. Nein. Don't you miss me? Nein. I bought you something. Oh nein. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. I thought maybe you could slit your wrist for me. Just a little cut. Oh, what's wrong, Rebecca? Don't be afraid of your grandma! Ein ganz normaler Besuch der Oma. So, hat der irgendwelche Kacksymbole? Sehen wir hier irgendwas? Muss ich das jetzt so machen? Die Türen gehen ja gar nicht. Warum geht der ihre Tür nicht mehr auf, Leute? Ich sehe ja gar nichts. Der ihre Tür geht nicht mehr auf. Stimmt es, dass ich jetzt gucken muss, ob die irgendwelche Symbole auf den Körpern haben, oder? Oder muss ich jetzt nach den Symbolen gucken, die wir gefunden haben? Oh shit, ich habe schon einen Zeitdruck. Ist schon Zeitdruck. So. Die Symbole. Das hier, ne? Das wurde mir doch gerade angezeigt. Das ist doch das hier. Aber was hat das zu bedeuten? Hier, Tools to Combat Demonic Forces. Oder das hier. Hier. Immolation? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was es sein soll. So. Ach so, okay, hier sehe ich's. Welches hatten wir denn davon? Welche hatten wir denn davon? In die Videos. Hier, das hatten wir. Das hatten wir. Es ist ein Azel. Oder? Es ist ein Azel. Das sind unsere Symbole. So muss ich es jetzt genau anrichten. Das ist ein Azel, oder? Dann muss ich das jetzt so genau an der Tafel machen. Habe ich recht? Okay. It's an Azel. So, das tue ich jetzt mal genauso an. Richten. Dann kommt aber das hier hin. Scheiße, kann ich die wieder irgendwie rückgängig machen? Back. Kann ich die Dinger wieder rückgängig machen? Oh oh. Oh oh. Geht es nicht mehr? Oh nein, bitte sag nicht, dass es nicht geht. Okay, es geht. Gut. Also, dann hatten wir einmal. Ich mache jetzt mal andere kurz rein. So. Okay, also wir hatten hier einmal diese drei. Die sitzt da unten. So, das hatten wir einmal hier. Die neun einmal hier. Das hatten wir einmal hier. Und das G einmal hier. So. Das passt, oder?
Und jetzt habe ich es mitgenommen. Was muss ich jetzt machen? So, jetzt habe ich es mitgemacht. So, jetzt haben wir die Symbole. Jetzt kann ich nochmal kurz reinglotzen. Diese Dinger hier, die wir gemacht haben. Die haben wir jetzt ja schon gesucht. Jetzt auf die Leiche des Brett, aber auf welche? Diese Scheibe muss auf den richtigen Körper. Okay. Darf ich mal bitte das nehmen? Nein, den will ich doch gar nicht. Nein, warum bist du denn jetzt da? Das ist ja voll der Bug. Scheiße. Nein, ich will den doch gar nicht. Und ich kann den Seins ja nicht mal mehr aufmachen. Oh, verdammt. Oh, shit. Das ist aber ein dummer Bug. Wenn ich deswegen das Spiel jetzt nicht schaffe, bin ich sauer. Aber es war sass. Ich nehme ihn jetzt mit. Ich wusste, dass jemand hinter mir ist. So, was soll ich noch schauen? So, bei dem letzten. So, was muss ich hier jetzt machen? The Mark. The Mark is one of two tools used to bind the demon to its chosen vessels. Each slot holds a sigil that represented a part of the demon's name. When all four are placed in the correct configuration, place the completed mark on the vessel believed to have demonic tendency. The mark will react to the baleful inside binding the demon. Das habe ich ja jetzt gemacht. Uncovering demon's name. Okay. Jetzt schauen, wo die Symbole sind. Ach, die muss ich jetzt erst finden. Okay, ich suche jetzt die Leiche einfach mal nach einem Symbol ab, ne? Aber auf welchen Körper? Der Typ, der soll da... Also ich gucke jetzt einfach mal schnell alle Körper nochmal durch, ob hier irgendwas ist, ne? Nee? 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 Bläh. Nee. Auch nee. Also der scheint es wahrscheinlich nicht zu sein. Aber ich habe ein bisschen Sorge, weil das so buggt, dass der jetzt nicht mehr weggeht, Leute. Der ist es nicht. Die Kratzer waren vorhin schon da. Ach, scheiße. Kann ich ihn dann wenigstens hier reinpacken? Ich kann ihn hier reinpacken, zum No-Name. Warum auch immer. Scheiße, Leute. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist jetzt ein Bug, oder wie? Ich kann den sein scheiß Tor nicht öffnen mehr. Und ich kann den... Kann ich ihn da reinpacken? Ich kann den nicht zurückpacken. Oder ist es ein Bug? Ich lege jetzt sonst mal die Scheibe auf ihn drauf. Oh Mann, jetzt klingt es nicht mal mehr ein.
So, jetzt. Dann lege ich ihm jetzt die Scheibe auf die Brust. So. Und jetzt? Jetzt hat er die Scheibe auf der Brust. Und jetzt? Muss ich was machen? Nach dem Zeichen suchen. Aber das hat er ja nicht. Ich habe das Gefühl, dass es der falsche ist und dass wir wegen dem Bug jetzt das nicht lösen können. Und dann auf 200 Grad durchbacken. Jetzt verbrennen. Oh Gott, ey. Wehe, das stimmt jetzt nicht. Are you sure this is the right one? Nein. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Weil das Spiel hat es mir aufgedrängt. Das Spiel hat es mir aufgedrängt. Probier noch einmal seine Kacktür. Es ist seine Tür, wie ihr seht, geht nicht mehr auf. Alle Türen gehen auf, nur seine nicht. Deswegen muss ich ihn jetzt nehmen. Es ist halt. Neustart bringt halt nichts, das Spiel speichert halt nicht, ne? Da muss ich nochmal alles von vorn machen, Leute. Gut, dann tschüss. Das Spiel hat übrigens 5 Enden. Es schien aber doch richtig zu ein, oder? War doch richtig. Good morning. It's nice not to be the one down there for a change. Raymond? I suppose a first name basis is in order. Did I make it? Is it over? For now. It's never really over. You've come a long way. It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. You should head home and get some rest. Every night can be different. I think I'm fine. Are you sure? You seem out of it. Oh, I've just been waiting. Oh, jetzt bin ich besessen. So, oh nein, so es war. Long. What? What are you? Oh no. You chose the wrong body. Rebecca. Rebecca's not here, you fucking idiot! I will consume worthless soul. Watch your foolish boy. And drink it as nuts from your pitiful frame. Worthless old shit! Wir haben Jeremy's Next Top Model besiegt. Das war das gute Ende. Wir haben Jeremy's Next... Let me in. Wir haben Jeremy's Next Topmodel besiegt. Ende 3 von 5. Das war das beste Ende. Das war der richtige Körper. Also, es war der falsche Körper, aber den habe ich nicht ausgesucht. Ich hatte wegen einem Bug nicht mehr die Möglichkeit, alle anderen Körper auszuprobieren. Deswegen kann ich nichts dafür. Punkt. Für mich war es gute Ende. Jeremy's Next Topmodel wurde abgesetzt. Und wir haben aus Heidi einen Würfel gemacht. Aber mega geiles Game. Ich fände es ultra cool, wenn man das irgendwie zu zweit spielen könnte. Hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, es gibt mehrere Enden. Man kann es nochmal öfters durchspielen. Wenn ihr nochmal eine Shift sehen wollt, also ein anderes Ende, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst viele Daumen nach oben da, dann weiß ich Bescheid. Dann spielen wir es gerne nochmal. Ich bedanke mich. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben und ich freue mich auf viele weitere Spielempfehlungen von euch. Meine Community sagt wie auch immer, tschüss!